Windows generiere mir aus diesem Dokument eine 10-seitige PowerPoint-Präsentation. So oder so ähnlich könnte es in Zukunft wirklich ablaufen. Nie wieder selber PowerPoints erstellen, nie wieder ellenlange Mails lesen und nie wieder ewig lange Meetings zusammenfassen. Das alles will euch Microsoft abnehmen, und zwar mit künstlicher Intelligenz. Und ich zeige euch jetzt heute mal, was das alles verändern könnte. Hallo Computer! Microsoft integriert ja jetzt schon viele KI-Funktionen in Windows und in Microsoft Office, und spätestens mit der nächsten Windows-Version soll künstliche Intelligenz quasi zum Standard werden. Und Microsoft ist so von seiner KI überzeugt, dass es jetzt bei vielen neuen Notebooks sogar eine extra Taste gibt, über die ihr den KI-Assistenten aufrufen könnt. Aber was will Microsoft sonst noch alles verändern? Welche Aufgaben kann KI euch abnehmen? Und welche Funktionen könnt ihr heute schon nutzen? Und natürlich auch die wichtigste Frage, was kostet das alles? Ihr kennt das, wie oft ist man in Windows auf der Suche nach irgendeiner Einstellung oder einer Funktion? Wenn ihr keinen Bock habt, euch durch 1000 Menüs durchzuklicken, dann hilft euch der neue KI-Assistent Copilot. Seit Ende letzten Jahres, also seit dem Update 23H2, ist Copilot fest in Windows 11 integriert, und Windows 10 wird ihn auch bald bekommen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann liegt das daran, dass er aus rechtlichen Gründen für Europa noch nicht freigeschaltet ist. Aber mit einem einfachen Trick könnt ihr ihn trotzdem aktivieren. Voraussetzung ist, dass ihr nicht mit einem lokalen Account in Windows angemeldet seid, sondern mit einem Microsoft-Account. Dann klickt ihr mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle auf den Desktop und wählt Neu, Verknüpfung. In das Feld kopiert ihr dann diese URL hier rein, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die Verknüpfung, die nennt ihr dann zum Beispiel Copilot. So, und was könnt ihr jetzt damit machen? Also einerseits das, was ihr auch mit der Bing KI-Suche machen könntet, aber halt hier direkt in eine Seitenleiste in Windows integriert und nicht im Browser. Aber nicht nur das, der Copilot kann in Windows 11 auch das Betriebssystem steuern und euch so ein bisschen Zeit sparen. Ihr schreibt zum Beispiel, wie aktiviere ich den Dark Mode, und bekommt dann direkt im Chat ein Dialogfeld angezeigt, über das ihr eben diesen Modus aktivieren könnt. Ihr müsst auch nicht unbedingt tippen, ihr könnt auch die Spracheingabe nutzen. Sagt also zum Beispiel, erstelle einen Screenshot, und schon öffnet sich das Snipping-Tool. Tastatur, wie rückständig. Ach so, Bilder generieren kann Copilot auch. Ihr tippt einfach ein, was für ein Motiv ihr euch wünscht, und schon werden Varianten generiert, und dann könnt ihr noch weitere Anweisungen geben, wie das Bild angepasst werden soll. Der Cloud-Dienst, der dahinter steckt, der basiert übrigens auf DALL-E von OpenAI. In der neuen Version von Paint für Windows 11 ist die Funktion übrigens ebenfalls integriert, und über Bing Chat im Browser könnt ihr sie auch nutzen. Auch in den aktuellen Office-Anwendungen, also Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote, Outlook, ist der Copilot an Bord, und es ist wirklich krass, was damit alles möglich ist. In einigen Präsentationen, da hat Microsoft schon ziemlich beeindruckende Beispiele gezeigt. Hier zum Beispiel ist zu sehen, wie Copilot automatisch eine Besprechungsagenda samt Inhalten zusammenstellt. Und hier, da schreibt Copilot eine Ankündigung für ein neues Produkt, und zwar basierend auf den technischen Daten, einer Meeting-Zusammenfassung und einer Demonstration. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und aus diesem Dokument, da generiert die KI dann schließlich eine 10-seitige PowerPoint-Präsentation. In Excel, da kann der Copilot Daten analysieren und in Outlook Mail zusammenfassen und anhand von ein paar Stichpunkten und basierend auf Infos aus anderen Dokumenten auch neue Mails generieren. Ob das alles von Anfang an genauso gut funktioniert wie in diesen Demos, naja, das werden wir sehen. Aber früher oder später wird es so sein, da bin ich mir vollkommen sicher. Richtig cool oder auch ein bisschen gruselig, je nachdem wie man es sieht, wird es in Teams. Da kann der Copilot Besprechungen mitverfolgen, transkribieren und dann automatisch eine Zusammenfassung schreiben. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Teams-Meeting so abgeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die KI da wirklich immer alles versteht, also auch wenn mal einer einen Witz macht oder irgendwie einen ironischen Spruch raushaut. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das sinnvoll funktioniert. Es ist übrigens nicht so, dass Copilot jetzt standardmäßig bei Office dabei ist. Der kostet nämlich extra, aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn das bisher alles nichts Neues für euch war, dann passt jetzt mal auf, denn in der nächsten Windows-Version, da soll die KI-Integration noch viel tiefer gehen. Gerüchten zufolge kann Copilot dann sämtliche eurer Daten, die ihr auf eurem PC gespeichert habt, und auch all eure Aktivitäten von Surfen bis Mailen auswerten und darauf basierend euch dann Fragen beantworten, Aufgaben erledigen oder auch ganz neue Inhalte generieren. Ihr könntet dann zum Beispiel sagen, schreibt mir ein 10-seitiges Referat zum Thema Photosynthese auf dem Niveau der 10. Schulklasse in meinem ganz eigenen Stil. Oder auch, erstelle aus den Verkaufszahlen des letzten Monats eine beeindruckende Präsentation für meinen Chef. Und wenn sich die KI wirklich so schnell weiterentwickelt wie bisher, dann wird man irgendwann das Resultat wirklich nicht mehr von euren selbstgeschriebenen Sachen unterscheiden können. Klingt cool, aber auch irgendwie gruselig. Also nicht nur, dass die KI dann alle persönlichen Daten scannt und auswertet, sondern halt auch, dass die lernt, jeden Benutzer perfekt zu imitieren. Werden wir dann irgendwann komplett verlernen, selbstständig zu denken und zu handeln, und alles macht die KI?
Aber okay, das sind eher gesellschaftliche Fragen, mit denen wollen wir uns jetzt hier nicht befassen. Wir wollen halt nur mal zeigen, was in Zukunft technisch möglich sein wird. Da stellt sich natürlich als nächstes die Frage, was wird das mich als Konsumenten alles kosten? Microsoft hat ja mehrere Milliarden in OpenAI investiert und früher oder später soll sich das natürlich irgendwie auszahlen. Trotzdem sind der Copilot in Windows und in der Bing-Suche bisher kostenlos. Es ist aber schwer vorstellbar, dass das immer so bleiben wird. Wobei, zumindest die Grundfunktion, die werdet ihr bestimmt dauerhaft umsonst nutzen können, wenn ihr dann dafür aber Werbung akzeptiert, darauf wird es am Ende hinauslaufen. Aber bei Sachen, die besonders viel Rechenpower in der Cloud brauchen, also zum Beispiel Bildgenerierung, da sehen wir jetzt schon, wie ein mögliches Geschäftsmodell aussehen könnte in Paint. Da muss man Coins ausgeben, um Bilder zu generieren. Am Anfang bekommt man 50 gratis, im Moment lassen die sich aber noch nicht nachkaufen, wir wissen also nicht, wie teuer das Ganze dann wäre, aber das kommt vermutlich bald. Und auch die Integration von Copilot in Microsoft Office, die kostet jetzt schon extra. Für Privatnutzer sind das immerhin stattliche 22 Euro im Monat. Also, ich weiß nicht, wären euch die KI-Funktionen so viel Geld wert? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Die Windows-KI durchforstet also in Zukunft alle Daten auf eurem PC und nutzt diese, um eure Anfragen zu bearbeiten und Inhalte zu erstellen. Klingt, wenn ihr mich fragt, mega gruselig. Hinzu kommt ja, dass künstliche Intelligenz auf riesigen Datenmengen basiert. Da liegt die Vermutung nahe, dass auch alles, was ihr Copilot fragt oder zur Bearbeitung hochladet, für das weitere Training der KI benutzt wird. Aber Microsoft sagt ganz klar, nein, das passiert nicht. Für das Training der KI, da nutze man nur öffentlich zugängliche Daten wie Bücher, Bilder, Websites und Artikel. Bei Copilot für Office, wie es aktuell implementiert ist, ist es aber natürlich so, Daten, auf die sich eure Anfragen beziehen, also E-Mails, Dokumente und so weiter, die müssen in der Cloud vorhanden sein und die müssen halt in der Cloud auch von der KI gescannt und ausgewertet werden. Ja, ansonsten könntet ihr halt keine Ergebnisse kriegen. Aber auch hier muss sich Microsoft natürlich an die Datenschutzgesetze halten und sicherstellen, dass außer euch niemand anderes Zugriff auf die Daten bekommt. Ganz wohl ist mir bei der Vorstellung irgendwie trotzdem nicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das Thema Datenschutz und KI? Also ich kann mir vorstellen, das wird in Zukunft noch eine Menge Diskussionen geben. Am Ende ist halt auch die Frage, wie sehr vertraut ihr darauf, dass die geltenden Gesetze dann auch wirklich eingehalten werden? Und darf man auch nicht vergessen, dass es keine Sicherheitslücken gibt, über die dann eure Daten doch irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen. So, jetzt rede ich hier aber schon so viel über die nächste Windows-Version, also Windows 12. Dabei benutze ich immer noch Windows 10. Für mich gibt es nämlich aktuell noch keinen wirklichen Grund auf Windows 11 zu wechseln. Warum das so ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Da zeige ich euch 5 Gründe, warum ihr Windows 11 immer noch nicht braucht. Schaut es euch gerne mal an. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.